Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Mr. Flores. Ich habe jetzt Zeit für Sie. Zeit? Zeit wofür? Aber, kein Grund, nervös zu werden. Nervös? Nun, es ist Ihr Aussehen, Sie. Naja, Sie wirken etwas beängstigend. Beängstigend? Ich? Aber ich bin Ihr Freund. Gestatten, Manny Calavera. Ich bin Ihr neuer Reiseberater. Ich will keinen Reiseberater. Ich will nach Hause. Haha, Sie können nicht nach Hause. Sie sind tot. Aber Sie sind nicht allein. Jeder ist hier genauso tot wie Sie. Deswegen nennen wir es auch das Reich der Toten. Sind Sie bereit für Ihre große Reise? Nein! Welche Reise? Die Vierjahresreise der Seele. Ein langer Trip. Und ich will ehrlich sein, Celso. Es kann sehr, sehr gefährlich werden. Es sei denn, Sie kaufen sich von dem Geld, mit dem Sie begraben wurden, ein besseres Reisepaket. Ich meine, würden Sie nicht gerne im eigenen Sportwagen durch das Totenreich fahren? Oder wie wäre es mit einer Kreuzfahrt? Wenn Sie zu Lebzeiten ein guter Mensch waren, so könnten Sie sich sogar für ein Nummer-9-Ticket qualifiziert haben. Nummer 9? Der Neuner ist der Express. Er benötigt nur 4 Minuten statt 4 Jahre für die Strecke von der 9. Unterwelt ins Reich der ewigen Ruhe. Allerdings kommen nur die wenigsten dafür in Frage. Schauen wir uns mal Ihre Akten an. Nun ja. Leider haben Sie die Qualifikation knapp verpasst. Aber wir haben dennoch ein paar Asse im Ärmel. Jaha! Das wäre das Ticket für die Excelsior-Linie. Ach, ist sie nicht schön. Und der Kompass im Griff wird bestimmt recht nützlich sein. Eine tolle Reise. Ich wünschte, ich dürfte gehen. Warum tun Sie es nicht? Sie könnten mich mitnehmen. Oh, ich kann hier erst weg, wenn ich meine Schuld abgearbeitet habe. Sozialstunden, was? Naja, schätze, es gibt Leute, die schlimmer dran sind als ich. Oh, ich komme noch früh genug hier raus. Aber wohl kaum durch so armselige Kunden, die keine Provision bringen wie du. Hey Manny, der Boss meint, du möchtest heute Abend nicht zu früh gehen. Er will irgendwas mit dir besprechen, wenn er wiederkommt. Sag Don, er soll sich entspannen. Ich gehe nirgendwo hin. Schon gar nicht mit Kunden wie dem da. Wo holen die diese Typen nur her? Die qualifizieren sich für nichts. Ich kann ihnen nichts Gutes verkaufen, bekomme meine Zeit nicht rum und hänge hier fest. Dazu verdammt, Wanderstücke an Idioten zu verteilen. Ich brauche bessere Klienten. Einen Heiligen. Einen reichen, toten Heiligen. ¿Qué es esto? Yo, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Point-and-Click-Adventure auf meinem YouTube-Kanal. Wir spielen Grim Fandango in der Remastered-Version von Double Fine Studios aus dem Jahr 2015. Und wie ihr alle wisst, ist das ja ein Klassiker, der ursprünglich von LucasArts geschaffen wurde, 1998 für Windows rausgekommen, jetzt in der neuen, aufgemotzten Version. Yo, scheint ja hier irgendwie so ein bisschen mexikanisches Flair zu sein, in einer Welt der Toten, mit einem relativ schlecht gelaunten Hauptcharakter, Manny Cavalera, und das müssen wir gleich dazu sagen, gesprochen in der Version von Tommy Pieper, den wir alle als Alf kennen. Also hören wir mal ein bisschen auf die Stimme und dann werden wir wohl auch schon ein bisschen vertraut werden mit der ganzen Geschichte. Wir können das Ganze komplett alleine mit Tastatur spielen, machen wir aber nicht. Ich nehme ein bisschen die Maus dabei, hier ist mein Cursor und da seht ihr ein bisschen besser, was ich tue. Ich habe das Spiel selbst noch nie gezockt. Ja, ich weiß, Point-and-Click-Klassiker und der Matze hat es nicht gezockt bisher. Aber auch das passiert in diesem Leben. Und, was schon mal ganz geil ist, immer wenn wir den guten Kerl hier, den Manny, ein bisschen zu lange warten lassen, fängt er an zu rauchen. Und scheinbar auch jeder Charakter in diesem Spiel. Gut, wir gucken jetzt mal. Es ist Rohrpost angekommen. Wir schauen mal, was da drin ist. Sieht aus, als hätte ich eine Nachricht. Ja, dann nimm sie doch. Das ist eine Art Arbeitsauftrag. An alle Mitarbeiter von Büroleiter Kopal. Hört zu, ihr Hohlschädel! Dankt eurem Glücksstern und schwingt euch in eure Autos! Eine Massenvergiftung steht an, Leute! Zu viele Tote, um sie einzeln zuzuteilen. Für alle gilt, wer zuerst kommt, sinst zuerst. Also, ich will da draußen ein wenig Action sehen! Jo, kaum makaber. Ganz wie Sie wünschen, Chefchen. Ist ein bisschen makaber, okay.
Was haben wir denn hier? Hier haben wir irgendwas. Ah, okay, wir können um den Tisch rumlaufen. Was ist das? Alles mitnehmen, genau. Ich stecke die Karten lieber ein. Es scheint wieder einer dieser Passionstage zu werden. Okay. Ein Kartenspiel bringt hier auch nicht viel. Okay, das habe ich wohl noch in der Hand. Wir packen es ein. Ich habe keine Lust, mit Karten rumzuwerfen. Rumzuwerfen. Jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt ist es im Inventar. Okay. Gut, was ist das hier? Die Bücher sind von meinem Chef. Sie sollen mich motivieren, wie man Eskimos Kühlschränke aufschwatzt. Okay, ja gut, du bist wohl ein mieser Verkäufer. Da muss ein bisschen was gemacht werden. Wir gehen mal raus. Ja, und hier hinten war ja noch was gewesen eben. So. Da. Über diesen Computer habe ich direkten Zugriff auf unser Verzeichnis der Verrotteten. Ja, toll. Und, kannst du das machen? Da ist Celsus Akte. Der Spazierstock war noch zu gut für ihn. Ja. Scheinbar. Gut, dann war das ein viel böserer Kerl eben, als wir dachten. Hier ist aber... Ach, was ist hier? Gut, der spinnt. Wir öffnen den nochmal. Nichts drin, außer meinem Umhang. Ich glaube, ich lasse ihn noch ein wenig lüften. Na gut. Dann gehen wir doch mal hier raus, genau. Ja, gegen die Tür gerannt. Dieses Spiel speichert nicht automatisch, sowas aber auch. Bitte speichern Sie im Pausemenü, damit Ihr Fortschritt nicht verloren geht. Ei, ei, machen wir. So, was haben wir denn hier? Eine Tür? Dominos Tür ist verschlossen. Hat wahrscheinlich Bammel, dass ich eine seiner Akten klaue. Was übrigens keine schlechte Idee wäre. Okay, müssen wir uns mal für später merken. Alles klar. Die gute Sekretärin. Ja, mit der labern wir doch mal, oder? Hier geht's irgendwo Unser hin. Unser geliebter, allmächtiger Chef will nicht gestört werden. Na gut, dann lassen wir das. Wir reden mal mit dir. Buenos dias. Manny, warum bist du nicht bei der Vergiftung? Oh ja, wir stellen uns dumm, genau. Welche Vergiftung? Die Code 3 Chili con Carne Vergiftung, zu der bereits alle unterwegs sind. Warum schreibe ich eigentlich Memos, wenn keiner sie liest? Ja, genau. Wo findet die Vergiftung nochmal statt? Um Himmels Willen. Frag deinen Pfarrer, er weiß Bescheid. Aha. Sollte ich im Moment irgendwo anders sein? Manny, soll ich dir vielleicht noch aufmalen, was du zu tun hast? Ja, das wäre gut. Ja, ja. Ja? Also, der Manuel Calavera, den ich kenne, sammelt Leute im Land der Lebenden auf. Tote Leute? Vorzugsweise. Er bringt sie her und versucht ihnen wacker die besten Reisen aufzuschwatzen, für die sie sich qualifiziert haben. Wenn er genug Luxuspakete verkauft hat, darf unser Held das Land der Toten verlassen. Bis dahin aber hängen wir beide hier fest und führen immer die gleichen Dialoge. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Yo, super. Geiles Szenario eigentlich, oder? Genug von mir. Erzähl mir von deinem Job. Es ist wie Babysitten. Nur Fernsehen kann ich dabei nicht. Oh ja, schön. Ein Date. Ja, machen wir. Wie wäre es, wenn wir beide heute Abend ins Grüne fahren? Nur du und ich, Baby. Danke fürs Angebot. Aber wir kommen niemals lebend aus der Stadt. Aber... In einem Stück, meine ich. Ich wette, wir könnten es schaffen. Wir müssten es nur versuchen. Oh, Manny, sieh dich doch an. Du bist eine gefangene Seele und weißt es nicht einmal. Ja. Warum darf man manchen Klienten bessere Reisen verkaufen? Sie waren zu Lebzeiten gute Menschen. Ketreis, wie definierst du denn gut? Besser als du und ich jedenfalls. Oh Mann. Ja, jetzt wird's gut hier. Gossip. Also, was hast du zu Lebzeiten angestellt, dass du hier festhängst? Was ich in den fetten Jahren getrieben habe, geht dich überhaupt nichts an. Du kennst die Regeln. Na gut, Ich glaube, das hatten wir alles schon. Lass mal. Irgendwelche Nachrichten für mich? Außer der über die Vergiftung? Genau. Nur noch eine, Manny. Ich bin Aha. nicht deine Sekretärin. Ich nehme keine Nachrichten für dich an. Geht das denn nicht in deinen Dickschädel? Also leite nicht ständig dein Telefon zu mir um. Na gut, aber für mich hörte sich das gerade nach 4 Nachrichten an. Oh Mann.
Ah, wird sie nochmal beleidigt, genau. Tief in meinem Herzen bist du noch immer meine Sekretärin. Manny, wovon sprichst du überhaupt? Ich war nie deine Sekretärin, nicht mal als du ganz oben warst. Ich habe nur einen Boss, genau wie du. Don Copal. Jo, und das ist bestimmt auch irgend so ein grobschlächtiger Typ. Komm schon, ich weiß, dass du nebenher noch für einen anderen arbeitest. Was redest du da? Ich weiß, dass du manchmal Memos für Hurley schreibst. Ach, Manny, hau ab. Können wir sie noch ein bisschen reizen? Na, wieder viel zu tun? Ich hätte mehr zu tun, wenn du mehr Klienten hättest. Autsch. Jo. So, ich glaube, das bringt uns nicht mehr weiter hier. Wo sind denn alle hin? Oh, Manny, hast du vergessen, was heute für ein Tag ist? Oh nein, jetzt sag nicht, dass heute mein freier Tag ist. Es ist der Tag der Toten. Alle sind in der Welt der Lebenden und besuchen ihre Familien, wie wir es auch tun sollten. Aha. Warum bist du heute nicht bei deiner Familie? Der Boss ist hier, also muss ich auch hier sein. Was ist mit dir, Karl? Es gibt keinen, den ich besuchen will. Und du willst nicht, dass Domino hier all die guten Aufträge abstaubt? Ist Domino hier? Er ist gerade bei der Vergiftung und schnappt dir die lukrativsten Aufträge weg. Mhm. Das geht ja jetzt endlos hier weiter, um Gottes Willen. Und? Gehst du zur Weihnachtsfeier? Nach der Show, die du letztes Jahr abgezogen hast? Das lasse ich mir bestimmt nicht entgehen. Also so lernen wir ein bisschen hier zumindest die Charaktere und ein bisschen den Background kennen, also. Na, irgendwas Neues? Domino kriegt angeblich eine Gehaltserhöhung. Por favor, hast du auch noch gute Nachrichten? Ich liebe dich immer noch. Du bist der Traum meiner schlaflosen Nächte, Belleza. Ja gut, jetzt haben wir es doch, oder? Naja, ich zieh dann mal Leine. Okay, aber pass auf, dass du dich nicht erhängst. Na gut, so. Wo geht's hin? Was ist denn hier noch? Moment. Darf ich deinen Locher nehmen? Nein, du löcherst mich schon genug. Okay. Darf ich den Locher benutzen? Mach doch, was du willst. Ja, Dank. Super. Beruhigt ungemein, nicht wahr? Kann ich, mal gucken hier. Oh, was haben wir denn? Aha. Karte. Der Auftrag. Kann ich die Karte lochen? Ich will es nur mal probieren, ob das geht, auch wenn es Quatsch ist. Manny, was machst du da? Ich zinke Karten, Schätzchen. Na gut, okay, warum auch immer. Pack das Ding wieder ein. Und hier geht's irgendwie hoch, oder? Ja. Oder runter. Oha. So. Da kommen wir her. Hier geht's auch wieder irgendwo hin. Wir schauen uns einfach mal um. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Heiße Reifen. Ah ja, nee. So, also erstmal Stadt erkunden, würde ich sagen. Was ist das hier? Ach, ein bisschen schneller. Werkzeugschrank. Ein Werkzeugschrank. Das hebe ich nicht auf. Verschlossen. War klar, ne? Hey, wer fummelt da an meinen Sachen rum? Oh, Entschuldigung, Sir. Ich wusste nicht. Für gewöhnlich bequemen sich Vertreter nicht in diesen Teil der Garage. Aha. Hey, bist du Fahrer? Ich? Ha, nein. Nein, nein, nein. Ich fahre nicht. Ich schaub nur dran rum. Ich bin Calavera. Manny Calavera. Ich heiße Glottis. Ich krieg nicht so viel Besuch. Hey, ich habe eine Nachricht für einen Mr. Calavera. Ihr Fahrer lässt ausrichten, dass Mr. Hurley gesagt hat, dass er den Rest des Tages frei haben könnte. Domino hat meinen Fahrer heimgeschickt? Ja, nett, nicht wahr? Na super. Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Fahrer. Oh,
Dem kann ich zustimmen. Ja, den brauchen sie. Mhm. Kannst du meinen Fahrer vertreten? Hast du denn kein Auto? Oh, nein, sorry, geht nicht. Vorschriften. Komm schon, Glottis, du musst mich fahren. Nein, ich kann nicht. Ich bin zu dick. Ja, als hätten wir es erwartet. Du bist nicht zu dick. Die Autos sind einfach zu klein. Ja, diese verdammten Kleinwagen. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich könnte ihren Wagen ein bisschen frisieren. Ein paar Schweißarbeiten hier und da, damit er in der Taille nicht so aufträgt. Allerdings darf ich die Autos nur mit einem Auftrag von oben verändern. Sonst bin ich meinen Job los. Einen Arbeitsauftrag? So. Ja, genau. Hier darf man ohne Unterschrift vom Boss nicht mal allein auf die Toilette gehen. Hey, das ist doch genau mein Ding. Leute zum Unterschreiben bringen. Bin sofort wieder da. Genau. Zu eng. Bin gar nicht zu fett. Irgendwie ist hier alles zu eng und zu klein. Ja, super gut. Okay, also, hier kriegen wir einen neuen Fahrer. Ist nur die Frage, wo wir eine Unterschrift herbekommen. Dadurch wird es auch nicht unterzeichnet. Jojo, also, was haben wir denn da? Das war das Ding. Was ist das denn hier? Ich muss dieses Formular unterschreiben lassen. Das ist das Ding, okay. Na gut, das kriegen wir hin. Irgendwie bestimmt. Jetzt ist die Frage, ob uns unsere Dame hier ein bisschen weiterhelfen kann. Wie kommen wir denn zu ihr da? Eva, der Boss muss mir unbedingt diesen Auftrag unterschreiben. Na gut, ich versuch's. Na, also geht doch. Mr. Copal, Manny Calavera möchte mit Ihnen sprechen. Habe ich nicht gesagt, dass ich nicht gestört werden will? Sorry, Carl. Morgen vielleicht. Dann ist es zu spät. Klar, als ob du noch etwas vorhättest. Na, okay. So kommen wir hier nicht weiter. Jetzt gehen wir noch mal draußen kurz gucken. So, hier waren ja noch ein paar Richtungen, wo wir hinlaufen können. Zu Fuß komme ich da nicht durch. Manch einer hat's versucht, aber keiner ist je zurückgekehrt. Alles klar. Immer verstanden? Was ist hier? Das sind Lichter für Waschen, Spülen, Wachsen und fürs Land der Lebenden. Je nachdem. Die Dämonenfahrer können irgendwie damit umgehen. Aber uns verrät man nicht, wie es funktioniert. Die müssen uns ja irgendwie in Schach halten. Na gut. Also offensichtlich irgendwie Waschanlage und oder Ausfahrt. Wie kommen wir da, ist der Fall? Abgeschlossen. Okay, das heißt, wir haben alle Szenen, die uns jetzt irgendwie hier möglich sind, erstmal erschlossen. Guck mal, eine weitere Tür war ja noch hier. Okay, Leute, da haben wir noch mehr zu erforschen. Wir gucken mal einmal um die Ecke. Bild. Nicht, dass ich die Wahl hätte, aber ich frage mich, ob ich auf einem Schiff wohl glücklicher wäre. Obwohl, bei meinem Ehrgeiz käme ich dort auch erst zur Ruhe, wenn ich Kapitän bin. Okay. Abgeschlossen. War klar. Ah, der Ex-Chef unserer Behörde. Lange vor meiner Zeit. Ich habe gehört, dass er ein absoluter Sklaventreiber war. Na gut, also auch hier nichts.
Jo, was haben wir noch? Wo geht's hier hin? Raus, okay. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier mal die erste kleine Pause, liebe Leute. Und gucken uns beim nächsten Mal den Außenbereich dieses schönen Gebäudes an. Also der Auftrag ist klar. Wir müssen zur Vergiftung fahren. Dafür braucht man einen Fahrer. Den hätten wir im Prinzip gefunden, wenn wir eine Möglichkeit finden, dass er einen Auftrag von unserem Chef unterschrieben bekommt. Und daran müssen wir irgendwie noch arbeiten, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal ein Däumchen hoch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich auch noch machen. Und ganz, ganz, ganz wichtig, beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank. Bis dann. Euer Matze.